सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं. Hier seht ihr meine Arbeitsgeräte. Natürlich arbeite ich immer steril. Das Rezept, die Kapselfüllmaschine, Handschuhe, Mundschutz, die Kapseln, Wagen, die Zutaten. Savadika, Namaste. Wie ihr seht, liebe Freunde, ich starte wieder meine Melatoninkapselproduktion. Ich zeige euch, wie das geht, ungefiltert, ohne Konzept, ohne Vorbereitung. Natürlich habe ich meine Produktion vorbereitet. Ich versuche immer steril zu arbeiten, soweit es mir gelingt. Für mich selbst, für alle Menschen. Handschuhe ist ein Muss. Ich werde nichts mit meinen Fingern berühren. Mit meiner Ammoniakschicht, Fettschicht auf der Haut werde ich nichts verseuchen. Auch keine DNA übertragen. Natürlich auch ein Mundschutz, dass ich nicht. Ja, dass keine Tröpfchen durch das Sprechen in die Masse gelangt. Ja, die riecht aber gut. Und es ist alles keine Hexerei. Es gibt eine Kapselmaschine, Kapselfüllmaschine. Die kostet $20. Bei Amazon 70 Euro, glaube ich, 50 Euro, 120 Euro habe ich schon gesehen. Ich kaufe sie um $20. Man kann sich seine Kapseln selber machen. Vitamin C ist alles kein Problem zum Beispiel. Man kann sich 1000 Milligramm Vitamin C Kapseln machen. Da gibt es ein Kilo Vitamin C. Da kriege ich 1 Million Kapseln raus. Um 14 Euro bei Amazon zum Beispiel. Aber ich will keine Werbung machen. Ich werde auch alles beschallen. Mit hohen Frequenzen. Der Schumann-Generator läuft immer nebenbei, der produziert ständig 7,83 Hertz. Das sind die höchsten Frequenzen, die ich habe. 4000er Frequenzen in CIS. Läuft euch auch im Hintergrund eine Frequenz mit 888 Hertz. Meditationsklangschallmusik und Amazon, alles Amazon. Ich möchte keine Werbung machen. Und starten wir halt einmal. Es ist alles keine Hexerei. Melatonin. Wo ist das andere? Da ist das andere Melatonin. Das ist das Teil, das ist schon geöffnet. Haltbarkeit 2 Jahre. Es ist alles frisch. Wird in den Niederlanden produziert für China und wird von China über die Niederlande an mich gesendet. Also sehr paradox das Ganze. Da braucht man 50 Milligramm mal 100 sind 5 Gramm. Genau 5 Gramm. Was gebe ich noch rein? Ich gebe Tryptophan gebe ich dazu. Also L-Tryptophan. Es wird dann in Serotonin umgewandelt. In der Zelle. Ich glaube, das Tryptophan ist sogar noch zu. Es wird alles im Kühlschrank gelagert bei mir. Das sind so sterile, wasserfeste Verpackungen. Da haben wir Tryptophan. Ah, reingeschaut habe ich schon. Blättfrisch, unbenutzt.
Da braucht man auch 5 Gramm, also die Hälfte. Para 0, das ist eine Tausendstel Gramm Waage. Sehr leicht ist dort zu fahren. Ich glaube, da nehme ich dann weniger Vitamin C. 50 Milligramm ist gar nichts, das ist gerade einmal so ein Anstoß. Ich habe schon Kapseln mit 200 Milligramm Tryptophan gemacht. Und da merkt man dann schon was am Abend, hebt sich dann die Stimmung komplett. Die 50 Milligramm Tryptophan, L-Tryptophan, ist gerade einmal ein kleiner Booster fürs Melatonin. Genauso wie das Vitamin C. Vitamin C boostet alles. Du kannst bis zu 1000 Milligramm pro Tag zu dir nehmen. Bitte nicht mehr, das wird sonst über die Nierennebenrinde abgebaut. Man sitzt dann im Urin, man kann Nierenschmerzen bekommen. Also bitte diese 120 Milligramm, was die Apotheke vorschreibt, das ist so ein Blödsinn, das sind alles Rechenfehler aus den 50er Jahren. Ja. Vitamin C 200 Milligramm. Hast 20 Gramm. Wir gehen das wieder auf. Ah, da ist die Lasche abgebrochen. 20 Gramm Vitamin C. 200 Milligramm Vitamin C. Ich glaube, das sind 10 Orangen oder keine Ahnung. Also, wenn du den Tagesbedarf an Vitamin C abdecken möchtest, dann musst du 5 Kilo Orangen essen oder Zitronen oder Hagebutten oder Kartoffeln, 20 Kilo Hering vielleicht oder keine Ahnung, das sind einmal 10 Gramm. 5 sind 100 sind 10, ja 20. Nochmal 10. Es ist auch besser, man wiegt alles kleiner ab, dann hat man genauere Ergebnisse. Ein bisschen plus minus, ein halbes Gramm ist auch keine Hexerei. 10,2, 0,2 Gramm mehr, das ist alles kein Problem. Es bleibt sowieso immer ein bisschen über. Das wird dann in der nächsten Charge verwendet. Was geben wir noch? Glutation zur Entgiftung. L-Glutation, das sind alles essentielle, also lebenswichtige L-Aminosäuren, die der Körper selber produziert oder wir durch die Nahrung zu uns nehmen. Dann geben wir da eine 5 Gramm. Glutation zum Beispiel wird verwendet in der Lebensmittelindustrie, damit die frische Speisen nicht, sich nicht verfärben. Das wird in Asien auch verwendet als Hautbleichmittel. Es wird in der Entgiftung verwendet, ist ein hohes Antioxidantium. L-Glutation, wo es in der Nahrung vorkommt, habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe sehr gute Ergebnisse damit gemacht. Ich verschenke meine Melatoninkapseln, ich habe keinerlei finanzielle Absicht. Im Gegenteil, ich investiere Geld und helfe Menschen, die sich das nicht leisten können. Ja. Natürlich, wenn es jetzt wer haben will mit der Post, dann brauche ich das Porto. Ich bin kein Millionär, dass ich mir das alles leisten kann. 5 Gramm L-Glutation. Das gehen wir noch rein. Das ist mein Rezept. Ah! OPC haben wir ja, Weintraubenextrakt, Weintraubenkernextrakt, so wie es der Robert Franz bestellt und ganz teure Kapseln draus macht. Also das kostet fast gar nichts im Kilobereich, vielleicht ein Kilo kostet vielleicht 50 Euro und der Robert Franz verlangt glaube ich für 100 Kapseln 50 Euro. Und,
Wie viel man aus einem Kilo rausbringt, ja, mit 450 Milligramm. Das könnt ihr euch selber ausrechnen. Und der Robert Franz ist ja ewig Betrug angeklagt worden, er hat Pilze eingeschleppt, er hat nicht steril gearbeitet. Es waren auch nicht die Mengen drinnen, die er versprochen hat und beschrieben hat. OPC, reines OPC, rein, ja. Also da mit 5 Gramm, 50 Milligramm. Habt ihr da einen Tagesentgiftungsbedarf und das ist nur aus Weintraubenkernen extrahiert. Ja. Es ist keinerlei Pharmazie, Chemie, keine Hexerei. Was gebe ich da nur ein Mokuma? Und grünen Tee werde ich auch reingeben. Ist auch Antioxidantium, Antioxidantien, Entgiftung, ist sehr wichtig. Ihr könnt euch alles selber machen mit einer Kapselfüllmaschine. Alle. Ihr braucht nie wieder in die Apotheke gehen und euch teure Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Ihr braucht nie wieder in den Drogeriemarkt gehen. Ihr bestellt einfach den Wirkstoff billigst. 4,95, das ist wurscht. 5. Hat auch die gleiche Farbe wie die OPC-Kapseln von Robert Franz. Ich bin den Robert Franz draufgekommen, wie er bestellt, wie er Herstellungen macht. Er hat sich selbst verraten in einem Video, in zwei Videos. Er hat immer gesagt, 2 Jahre ist OPC haltbar. Wenn ihr da lest, Shelf Life 2 Years. Ich weiß, wo er bestellt, ich weiß, wie er bestellt, ich weiß, dass er nicht versteuert, ich versteuere auch nicht, ich bin zwar in Thailand, auf Steuer wird hier gesch. Sowieso. Aber in Europa, ja, der Robert Franz lebt jetzt glaube ich in Österreich, das war OPC. Grapeseed Extract, Weintraubenkernextrakt, grüner Tee und Mokuna. Mokuna entkalkt wunderbar, die Zirbeldrüse wird aus der Juckbohne gewonnen, es ist ein natürlicher Wirkstoff aus der Natur. Wie viel geben wir da eine? Ja, 5. Tarieren braucht man nicht. Mokuna wird auch in hohen Dosen, ja, also ab 5 Gramm, 4 Gramm. Im Bodybuilding kann man das verwenden als Steroid. Wird ab hohen Dosen metabolisiert als Anabolikum. In so kleine, minimalen Dosen, ja, entkalkt es die Zirbeldrüse. Decalcifies your pineal gland. Zahnpasta mit Fluorid verkalkt eure Zirbeldrüse. Mineralwasser mit Fluoriden verkalkt eure Zirbeldrüse. Umweltgifte verkalken eure Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse ist das dritte Auge. Wir haben leider verlernt, auf unsere Intuition zu hören. Ja, keiner hinterfragt mehr etwas. Jeder glaubt alles, was in den Medien steht, was in der Zeitung steht, was er in den Nachrichten hört. Keiner hinterfragt mehr. Kann das stimmen? Frag dein Herz, frag deine Intuition und du wirst Antworten erhalten. In der Stille. Übe dich in Stille und Einsamkeit und deine Seele wird zu dir sprechen. Die Intuition ist die Stimme deiner Seele. Der Bauch, das Harma, Hara, es wird Hara genannt. Ja. Es gibt Harakiri, da wird die Leitung zu den Chakren durchstoßen zum Beispiel. Das Hara ist euer Bauchgefühl. Der Solarplexus teilt euch ebenfalls. Man hat euch ebenfalls immer etwas mitzuteilen. Mokuna haben wir. Jetzt brauchen wir noch einen grünen Tee. Grüner Tee ist eh logisch, ist einfach getrockneter grüner Tee, pulverisiert. Hat auch ein bisschen Koffein drinnen. Glaube ich. Grüner Tee ist, glaube ich, stärker wie Kaffee sogar. 50 Milligramm grüner Tee, das ist alles ein bisschen als Booster gedacht. Pro Einheit, pro Kapsel, pro Tag.
gleich wieder im Kühlschrank. Also hier nochmal alles ganz genau erklärt. Die Kapseln sind hier schon drinnen, die Unterteile. Dann geben wir die Zutaten dazu, die Wirkstoffe, Melatonin, Tryptophan, Mucuna, also grüner Tee, Vitamin C. Immer mit Handschuhen arbeiten, immer mit Mundschutz arbeiten. Wir verschwenden natürlich nichts. Der Wirkstoff wird in jede einzelne Kapsel verteilt. Natürlich machen wir das akkurat, sorgfältig. Ohne Verschwendung. Der Mundschutz. Im Hintergrund läuft gerade eine Frequenz zur Zirbeldrüsenentkalkung. Hertz. Auch über meine Stimmgabel hörbar. Phonoporese. Jetzt haben wir dann schon langsam überall gleichmäßig viel drinnen. Nichts wird verschwendet. Natürlich kann man noch vorspielen. Man versäumt nicht wirklich viel. Jetzt machen wir die Deckeln. Hier jede Kapsel, gleich viel drinnen. Es passen immer 100 Stück hinein. Und man schüttet immer ein bisschen mehr hinein. So 120. Man kann auch 200 nehmen, egal. Schütteln. Und die Kapseln, die Deckeln fallen in jedes Loch. Natürlich bei so händischer Arbeit, bei Handarbeit, fallen auch manche verkehrt hinein. Die dreht man dann einfach um. Zum Umdrehen gibt es einen ganz einfachen Trick. Man nimmt eine leere Kapsel, steckt sie auf die verkehrte, zieht sie damit heraus,
und gibt sie wieder richtig hinein. Die überschüssigen werden zurückgegeben. Das ist alles keine Hexerei, keine Zauberei. Und nach mehrmaligen Versuchen braucht man auch nicht mehr so lange wie ich jetzt. 100 Stück, 10, 20 Minuten. Aber wie gesagt, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Hier sieht man, ich drehe die Kapseln um, die verkehrt hineingefallen sind. Immer mit einer leeren, die verkehrte herausziehen und richtig hineingeben. Irgendwann ist man dann einmal so weit, dass man fertig ist. Zeit ist eine Illusion, die ist von uns Menschen erfunden. Mach etwas, das du gerne machst, und 5 Minuten sind wie eine Sekunde. Umgekehrt, mach irgendwas, was du nicht gerne tust, und eine Stunde kommt dir vor wie ein ganzer Tag. Aber wie sagt man so schön, alles was gut wird, es dauert halt. Da gibt es irgend so ein Sprichwort, was am Ende gut wird. Ich habe keine Ahnung, ist ja egal. So, jetzt haben wir in jedem Loch einen Deckel. Das orange Teil ist bei allen Kapseln orange, bei allen Kapselfüllmaschinen orange. Das wird dann hier draufgegeben mit den Einkerbungen nach oben. Das sind rechts und links Einkerbungen. Ich zeige das gleich hier, rechts und links. Rechts, links, Einkerbung. Dann dreht man das Ganze um. Ist auch logisch. Sind sie verkehrt drinnen? Darauf. Und dann mit einem festen Druck seht ihr gleich. Zuerst einmal alles wegräumen wieder. Die Schüssel müssen wir noch ausputzen mit meinem sterilen Tuch. Mit einem festen Druck, zack, man hört einen Knackser und fertig. Ich drück noch nach auf allen Seiten, in der Mitte, am Rand. Voilà. Fertig sind 100 selbstbefüllte Kapseln. Am Ende des Videos seht ihr noch, wie ich alles beschwinge per Phonoparese mit den hohen Frequenzen, mit einer Erdfrequenz mit 285 Hertz und der Liebesfrequenz 528 Hertz. Die erstgenannte entspannt und heilt. Die hohen Frequenzen reparieren DNA.
alles wird auf den Chakrasteinen angeschlagen, auf Quarzkristallen, Bergkristall, Rosenquarzkristall. Der weiße Stein ist der Ohmstein. Und am Ende möchte ich noch hinzufügen, ich möchte gern positive Schwingungen verbreiten. Wenn du mein Video gut findest, abonniere meinen Kanal, lass einen Daumen nach oben hier. Bei 1000 Followern werde ich meine Monetarisierung spenden.